Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute starten wir die 100 Baby Challenge. Wir beginnen damit, dass ich euch meine Regeln vorstelle, denn ich werde jetzt nicht alle Regeln nachmachen. Das ist auf jeden Fall die Seite, an der ich mich orientiere. Das ist auch die Person, die das, glaube ich, erfunden hat, so wie ich das hier so gelesen habe. Ich werde die Regeln auch in der Videobeschreibung verlinken. Das ist halt auf Englisch, aber ihr könnt das auch sicher auf Deutsch aussuchen. Ja, wir wollen auf jeden Fall das so machen, dass jedes Baby halt immer zählt. Also wenn sie auch Drillinge kriegt, dann kriegt sie auch 3 Kinder zu ihrem Counter plus. Das machen ja viele auch anders, dass sie halt 100 Mal schwanger werden muss. Aber ja, mir geht es einfach darum, dass sie 100 Babys insgesamt kriegt. So, dann werde ich das so machen. Babys werden nach so 2-3 Tagen ungefähr gealtert, wenn ich halt dann einfach Lust drauf habe. Kleinkinder werden gealtert, wenn sie alle ihre Fähigkeiten auf Level 3 haben. Also diese 5 Fähigkeiten, die sie auch brauchen, um dieses eine Merkmal zu bekommen. Also jeder kriegt dann dieses Merkmal, wenn sie halt alle Fähigkeiten auf 3 haben. Kinder und Teenager werden gealtert, wenn sie ihre Noten auf 1 haben. Wenn sie junge Erwachsene sind, werden sie aus dem Haushalt geworfen. Ich werde die Alterungseinstellungen komplett ausschalten. Das heißt, man sieht halt dann, also ich kann sie nur so altern lassen und nicht dadurch, dass es jetzt so und so viele Tage vergangen sind. Obwohl das ja eigentlich nicht so ist. Weil ich wollte, dass ich sie die ganze Zeit spiele. Es kann auch sein, dass ich irgendwann doch mal wechsle, weil ich keine Lust mehr auf sie habe. Auf die gute Dame, die ich euch gleich noch vorstellen werde. Aber ja. Das hier ist die gute Melody Mondschein. Und ja, das ist unser Girl, das 100 Mal schwanger werden soll. Beziehungsweise 100 Kinder bekommen soll. Und ja, ich wünschte, ich könnte sie euch im Tab-Modus zeigen. Also im Kinomodus von Sims 4, der ja dazu kam, aber das kann ich leider nicht machen, aber ich finde, sie ist echt schön. Ich kann das übrigens nicht machen, weil meine Aufnahme dann laggt und das kann ich euch nicht antun, okay? So, an sich geht's noch immer, aber ja, es kann sein, dass hin und wieder Ruckler vorkommen. Ich bitte euch darum, dass ihr darum halt jetzt nicht so das große Drama macht, weil ich kann da halt leider nichts dran ändern. Ich habe schon alles getan, was ich machen konnte, deswegen genießt einfach den Part. Wie gesagt, ich wünschte, ich könnte euch das im Tab-Modus zeigen, weil das da natürlich einfacher ist. Wir sind in Windenburg, wie ihr sehr gut erkennen könnt. Ich habe mir dieses Haus hier platziert. Das ist aus der Galerie. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Creator heißt oder so. Ich habe das aus der Galerie, habe es aber ein bisschen abgeändert in diese Brauntöne und so weiter. Ja, und wir haben natürlich noch nicht so viel hier drin. Ich wollte diesen Mülleimer haben, damit wir halt regelmäßig Geld bekommen, wenn wir halt Müll haben und so weiter, dass dann halt das Geld, das wir fürs Kochen ausgeben, dass wir das dann mal direkt zurückbekommen, weil ich denke, dass das halt ganz gut ist so. Ich wollte den unbedingt haben, deswegen habe ich lieber ein bisschen auf Einrichtung verzichtet, aber wir haben ja trotzdem noch relativ viel. Ich meine, wir haben nur noch 55 Simoleons, weil wir uns das jetzt nur so leisten konnten. Ups. Also das ist halt Schlafzimmer, Küche, Tisch. Dann haben wir hier oben noch ein Badezimmer und hier sind halt noch ein paar leere Räume, die wir dann nutzen können, um dann halt da die Kinder einziehen zu lassen und so weiter. Was man dann sagt, keine Ahnung, hier kommen die Teenager, hier kommen die Kinder, hier kommen die Kleinkinder und so weiter. Ja, ich denke, wir werden erstmal irgendwie gucken, Geld zu finden. Geld zu finden auch noch. Ich würde sagen, wir beginnen einfach damit, dass sie halt vielleicht angeln geht oder so, dass ich euch dann halt einfach gleich mitnehme, wenn sie was gefangen hat oder wenn ich euch noch was zu sagen habe oder irgendwas. Ich lasse sie erstmal ein bisschen fischen, bis sie ihr Level hoch hat, weil ich glaube, hier ist auch so ein Gewässer, wo man nicht direkt rankommt an Dings. Deswegen, ja, machen wir das jetzt so. Bis gleich. Okay, sie hat jetzt schon ein paar Sachen so gefangen und ich bin gerade auch schon dabei gewesen, ein paar Sachen zu verkaufen. Deswegen machen wir da jetzt erstmal weiter. So, zack. 155, so schnell geht's. Den Apfel behalten wir, glaube ich. Ich denke, das ist ganz gut. Dann geben wir nämlich weniger Geld aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Club. Ich habe auch ein paar Leute platziert so, ein paar Gebäude auch. Ja, wir gehen einfach in die Diskothek hier. Weil ich würde sagen, wir könnten ja vielleicht das schon schaffen, dass die heute schon schwanger wird. Also es wäre vielleicht ganz gut so. Also da würden wir schon relativ weit kommen mit, oder? Ich meine, ja. Ich werde euch das Ganze immer so ein bisschen zusammenschneiden. Also nicht immer alles so am Stück lassen und so weiter. Und ja, dass ich halt immer so ein paar Tage spiele, so circa eine Stunde für mich insgesamt. Und dass das dann, ja. Er sieht doch gut aus.
Wie wär's? Wer bist denn du? Marvin Krämer. Ich möchte mich dir vorstellen. Du siehst nämlich nett aus. Du könntest schöne Kinder machen, Danke. bestimmt. Muskeln zeigen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Strong. Oh, sie kann direkt Hände küssen. Wow. Ich glaube, die habe ich erstellt. Mutiger Anmachspruch. Beginn einfach damit. Kein Problem. Wer nein sagt, dann ist es halt so. Ich meine, ich kann es trotzdem noch versuchen. Aber das sehen wir ja dann, wie das hier alles läuft. Jetzt sag mal hin hier. Oh, das ist hier ein krasser Ort, dass hier so viele Leute hinkommen. Wow. Bin stolz. So. Er findet es gut. Ist sehr schön. Gerade nach dem Tag. Oh, das ist direkt ein pinker Ball. Das ist gut. Nummern austauschen. Stopp. Bleib hier. Ich möchte die Nummern austauschen. So. Dann möchte ich deine Hände küssen. Bleib schön hier, junger Mann. Das funktioniert hier so nicht. Dann kommen wir mit nach Aussehen. Überaussehen. Stehen sich angezogen zu fühlen. Knuddeln. Hallo? Flirten. Bitte. Warum ist er beschämt? Oh nein, nein. Stopp. Kommando zurück. Funktioniert so nicht. Okay, lernt euch das erkennen. Bin in die Wolken zu schauen. Bis gleich. Er ist einfach gegangen. Wow. Okay, dann suchen wir uns halt jemanden Neues. Wir werden schon irgendwen finden. Wir nehmen mal ihn hier. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber wir lernen ihn einfach mal kennen. Vielleicht sagt der ja. Warum laufen alle von mir weg? Alle. So, wir gucken mal, was mit ihm hier geht. Vielleicht möchte der ja irgendwas mit uns anfangen. Bist du Single? Weil es ist ja natürlich einfacher, wenn die nicht Single sind. Damit würde ich gerne anfangen. Wenn die Single sind, meine ich. Ups. Er ist Single, das ist gut. Bitten in die Sterne zu gucken, bitte. Das ist einfach die beste Option, um jemanden kennenzulernen. Beziehungsweise um halt so Freundschaft und so aufzubauen. Deswegen, bis gleich. Wie eben halt. Ich glaube, ich würde ihn gerne mal mitnehmen. Ich habe jetzt ein bisschen mich mit dem Angebot. Oh, wir wohnen in Wittenberg. Ups. Da. Hier, nehmen wir ihn mit, dann lernen wir ihn da kennen. Weil ich habe Hunger und so weiter. Es wäre vielleicht besser, wenn wir das jetzt alles mal erstmal ein bisschen machen. Dass er dann halt dabei ist. Und dann. Keine Ahnung. Frage ihn nochmal nach seinem Tag. Dann gehst du pullern. Dann. Abendessen servieren. Gartensalat. Sie scheinen dich auf jeden Fall zu verstehen, das ist gut. Kannst du aufhören, kurz mit ihm zu reden? Du musst pullern, bevor du dir in die Hosen machst. Als ob er geht. Willst du mich verarschen? Dann halt nicht, dann machen wir das halt wann anders. Ist mir doch egal. Oh, er ist doch noch da. Gut. So schnell kann sich's ändern. Orphan? Kabura! Zum Essen rufen. Da Unga! kann er sich ja auch was nehmen. Freut er sich bestimmt. Upla! Tipps, ab da rein. Dann könnte er ja nochmal quatschen. Flirte mal. Hahaha. Hohoho. Wixan. Sehr gut. Hat funktioniert. Scheibs. Anmachspruch. Es läuft. Leute. Komplimente über Aussehen machen. Er ist geil, das ist schon mal gut. Oh. Ribujang. Super. Hilfreiche Frage stellen. Oh. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Ich versuche mal, ihn zu küssen. So. Selfies, Fliman Shusha, Wayne. Washa Noi Lonkas, Puna Reib. Komm. Go for it. Yeah! Hat funktioniert. Nerfta. Oh, Sabrina. Wow, der Move.
Wir hatten ihren ersten Kurs schon. Einmal über Nacht zu bleiben. Bon and Gravy? Ah. Oh, yes. Dann Verführer schlüstern. Und dann macht bitte ein Baby. Er sagt ja. Nice. Wir machen ein Baby. Woo! Geist, ich bin ready. Ich würde gerne Screens machen, aber das ist leider nicht möglich. Also beziehungsweise nicht im Tab-Modus. Das ist halt ein bisschen sad so, aber wir werden es überleben. Sie darf vielleicht nicht direkt schlafen. Sie muss dann einen Schwangerschaftstest machen. Das ist sehr wichtig. Weil wenn sie das nicht schaffen, dann müssen die nochmal. Muss ran hier. Funktioniert sonst nicht. Ja! Hat funktioniert. Okay, geh schlafen. Oh, Tag der neuen Fähigkeit. Das ist vielleicht gar nicht so bad. Das könnte uns vielleicht verhelfen, Dinge zu tun. I don't know. Zu kochen oder sowas. Oder zu fischen ist vielleicht auch nicht bad. Weil dann... wir müssen gucken. Wir werden auf jeden Fall irgendeine Fähigkeit verbessern. Ich meine, sie hat gerade eh nichts Krasses zu tun, so. Ich meine, sie muss jetzt warten, dass sie halt ein Kind kriegt, so. Aber sonst, ja. Gut, dann lasse ich sie jetzt einfach mal angeln, ne? Sie hat ganz gut schon was gefangen. Also sie hatte zum Beispiel hier einen, der 99 gibt. Das ist schon ziemlich geil. Also das hilft uns hier schon weiter in unserem Leben. Ich spare auf einen PC, ehrlich gesagt, weil ich würde gerne, dass sie halt Bücher schreibt. Weil, keine Ahnung, also ich finde das schon ganz cool. Weil, dann kriegt sie kontinuierlich jeden Tag Geld, auch wenn sie halt mal nicht die Zeit hat, was zu machen. Das wird halt besonders schwer, wenn sie dann halt später Babys hat. Deswegen fände ich das schon ganz gut, wenn das dann halt so funktionieren würde. Ja. Ich würde sagen, sie angelt jetzt einfach noch weiter. Weil ich meine, gerade ist das alles gepusht, ne? Deswegen ist das, glaube ich, schon besser, wenn wir das jetzt einfach dann so durchziehen. Ich muss schon sagen, sie macht hier gute Fänge, ne? Also ich meine, sie hat jetzt nochmal was für 148. Wir werden ganz gut belagert mit unserem Geld. Also ich meine, das ist natürlich noch lange nicht genug, um irgendwie vernünftig zu leben. Aber es bringt uns auf jeden Fall. Was sind die Lichter alle auf automatisch? Scheinbar, okay. Das ist gut. Ich mache jetzt ihr Level noch und dann kann sie wieder heimgehen, denke ich. Gut, ich würde sagen, sie geht ja erstmal schlafen und ich zeige euch schon am nächsten Tag, wie es dann immer weitergeht und so weiter. Immer diese Schwangeren, wo diese Babys auf die Blase drücken und sie einfach mal direkt im komplett roten Bereich sind, wenn sie aufwachen. Obwohl sie kurz vorm Schlafengehen waren. That's life. Schon ist das Erste da, was repariert werden muss. Und wir dürfen ja keinen... Wir müssen ja alles selber reparieren und selber säubern und so weiter, deswegen... Mensch, ist ja gar nicht stressig oder so. Aber egal, sie hat gerade eh nicht so viel zu tun. Das wird halt erst schrecklich, wenn dann halt die Kinder kommen. Ich habe jetzt schon Angst, okay? Ich habe sowas von Angst. Oh, Post. Hm. Okay, das kann ich verkaufen. Wir brauchen das Geld. Oh, Rechnung. 370? Oh mein Gott! Kriegen wir sonst noch Post? Können wir irgendwas geschenkt bekommen, bitte? Wie wär's? Ich wäre dabei. Bitte schenkt mir irgendwas. Nee, ist nichts drin. Das ist traurig. Mann. Boah, 370? Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Da angelt man und dann ist das Geld direkt wieder weg. Super. Ich würde sagen, sie angelt einfach erstmal weiter, weil sie hat gerade halt for real gar nichts zu tun. Es wird besser sein. Wir brauchen das Geld halt einfach. Und anders kommen wir gerade nicht an Geld. Wir brauchen das Geld halt für einen PC oder halt für die Sachen für die Babys und so weiter. Deswegen müssen wir halt dann gucken, wie das dann ist. Ein küssender Gurami. Das klingt ja geil. Oh, geil. In Windenburg klingt so eine Kirche oder eine Glocke, whatever. Das ist voll cool. Das habe ich noch nie gehört. Aber ich habe auch, glaube ich, noch nie in Windenburg gespielt. Aber ich finde das cool. Ich kannte das nicht. Deswegen mache ich das gerade irgendwie voll happy. Wow, der hat ihr Geld gegeben. Das ist gut. Mach weiter da so. Lele. Yeah. Das Geld fließt, Leute. Noch ein Apfel. Perfekt. Oh, sie muss schon wieder pullern. Warum geht das immer so schnell? Kein Wunder, dass das Klo kaputt geht. So oft, wie sie pinkelt. I mean, aber warum geht das Klo eigentlich kaputt vom so und so oft benutzen? Ich meine, das macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Also, vor allem so schnell. Ich meine, warum sollten dann plötzlich die Rohre kaputt sein? So einfach so. Und das ja mehrmals. In Sims passiert das ja relativ häufig, so, you know? Stell ich mir komisch vor, aber ich hinterfrage es einfach nicht weiter. Gefühlt ist sie nur am Essen und am Pinkeln, ne? Und am Angeln. Wow. Das ist so ihr Lifestyle.
Aber guckt an, wie schön sie ist, Mann. Die ist so ein Beautiful. Ah. Liebe diese Frau. Ich meine, das ist nur ein Sim, aber sie macht mich glücklich, okay? Also, sorry, sie ist halt schon echt hübsch, ne? Das Gute ist, wir kennen jetzt ja halt schon den Typen hier. Und wir können ja eigentlich uns mit dem schon ein bisschen weiter anfreunden. Ups, nein, das wollte ich nicht. Ich habe UI Cheats installiert. Wundert euch nicht. So, vielleicht ruft er uns jetzt an und möchte was mit uns unternehmen. Yeah. Okay, ich komm mit. Dann können wir uns besser kennenlernen, you know? Und dann können wir halt, wenn die Babys da sind, können wir direkt wieder Bum Bum machen. Und dann haben wir wieder ein Baby schwanger. Wir haben ein Baby schwanger. Okay. Hasenbau. Das sieht cool aus. Wo sind wir? Sind wir in Windenburg? Hä? Ich glaube schon. Ach, keine Ahnung. Oh, ist ja traurig. Tag verschönern. Wir suchen aufzumuntern. Ich habe jetzt mal Anmachspruch geklickt. Mal gucken, ob es klappt. Oh, Bella Goff. Dann halt nicht. Darf ich ihn umarmen? Ich möchte ihn umarmen. Bitte. Give it to me. Schnelle Wiedergutmachung. Oh, das hat scheinbar funktioniert. Okay, er geht, dann gehen wir halt auch. Wir brauchen eh Geld. Es ist wichtig. Mann, dieses Geldproblem immer. Mensch. Stresst mich halt for real schon jetzt so. Es wäre halt natürlich gut, wenn sie Mehrlinge bekommt, ne? Weil dann... Ich will sie jetzt eigentlich nicht schon wieder angeln schicken, ehrlich gesagt. Wir können ja vielleicht mal gucken, ob wir uns halt einfach ein paar Leute hier schnappen und die einfach mal ansprechen. Ich meine damit Männer. Hier laufen keine Männer rum. Was ist das? Stopp. Sie ist schon Level 5 im Angeln. Das geht sehr schnell, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde es gut. Ich meine, es verhilft uns ja auch weiter hier, ne? So, in 2 Stunden ist das 3. Trimester. Vielleicht schaffen wir es heute noch, dass das Kind kommt. Ich hoffe auf mehr Kinder. Ich meine, ich habe MC Command Center, aber ich möchte mich nicht spoilern lassen. Ich werde für das Let's Play auch einfach immer nur Screenshots und so weiter als Thumbnails nutzen und nicht das jedes Mal zeichnen, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist. Das ist so schon viel Arbeit, weil ich ja hier viel länger aufnehme als bei meinen anderen Videos und deswegen auch viel mehr zu schneiden habe und viel mehr rauszucutten habe und so weiter. Und das ist halt schon nicht immer so einfach. Deswegen dachte ich, dass ich hier halt das anders machen werde als bei meinen anderen Challenge-Videos und so weiter. Da zeichne ich ja meine Thumbnails. Aber hier will ich das einfach so machen, dass ich halt einfach nur so Screenshots nehme und so weiter. Aber ja, das sollte ja keinen stören. So, bevor sie jetzt halt dann das Kind gebärt, wäre es vielleicht gut, wenn sie halt irgendwas hier noch sich zurechtkochen würde, dass sie halt was zu essen da hat. Dass sie dann nicht immer extra zwischendurch kochen muss, weil das wird ein bisschen stressig, glaube ich. Ich schicke sie nochmal angeln, bis sie dann irgendwann vorhat, ihr Kind zu kriegen. Wow, sie hat sich geschafft, um reinzukommen. Deswegen muss sie jetzt wohl duschen gehen. Wow. Wen? Leute. Es ist den ganzen Tag nichts passiert. Sie muss ins Krankenhaus. Oh, sie muss pissen und alles. Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen. Nein, keiner kommt mit. Sie ist dead inside. Wäre ich auch, wenn ich ein Kind bekommen würde. Jetzt einfach so mitten in der Nacht. Hallo. Stell dir vor, du wachst auf und lässt dich so... Oh. Ich glaube nicht, dass das so angenehm ist. Geh erstmal pullern. Das ist erstmal wichtig. Und dann melde dich an. Okay, sie meldet sich jetzt an. Melde dich an. Sofort. Achso, ihre Bedürfnisse werden dann direkt gefüllt. Okay. Weird. Hätte ich gar nicht pinkeln müssen. Mensch. Aber egal. Also sie hätte nicht pinkeln müssen. Ich war nicht. Okay. Are you ready, girl? Ich glaube nicht. Ich werde die Kinderanzahl immer im nächsten Part anzeigen, wie viel es waren im Part davor, also am Ende. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zwillinge kriege, dann schreibe ich im nächsten Part in die Beschreibung, dass der Stand 2 Kinder beträgt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir machen übrigens die ABC-Challenge. Es ist ein Mädchen. Ich finde Angel ganz schön. Es ist 1 Kind geworden. Okay. Leider. Ich hätte gerne mehr gehabt. Aber, ja. Dann haben wir halt nur 1 Kind. Das ist schon okay. Damit kommen wir vielleicht auch erstmal noch klar. Sehr gut. So, dann stelle ich Ange mal hier vorne hin. So, sehr schön. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder.
Bis dahin und tschüss.